Hi, ich bin Cassandra aus Brasilien. Bitte liked und abonniert mich, denn meine animierte Geschichte wird in den nächsten 7 Tagen $1000 an jemanden verschenken. Ich wurde mit lockigen Haaren geboren und jeder hatte was Nettes drüber zu sagen. Sie ist so eine Puppe mit diesen blonden Locken und den großen blauen Augen. Eine Puppe? Sie sieht genauso aus wie ihr Vater. Wie kann ein Mädchen mit männlichen Gesichtszügen wie eine Puppe aussehen? Sie hat so ein Pech, dass sie nicht so aussieht wie ich. Ja, alle fanden mich bezaubernd, nur meine Mutter nicht. Ihre Haare waren glatt wie ein Bleistift und meine schienen sie zu ärgern. Nun, alles an mir schien sie zu stören. Sie verbrachte ihre Tage vor dem Fernseher oder unterhielt sich stundenlang mit ihren Freundinnen und ignorierte mich meistens. Aber das machte mir nichts aus. Ich hatte ja jede Menge imaginäre Freunde. Zum Glück war Papa nicht so wie ich. Wir waren reich und er war der Besitzer einer örtlichen Zuckerrohrfabrik. Und als Kind dachte ich immer, er müsse so süß sein, weil er Zucker herstellte. Wenn er abends nach Hause kam, ließ ich alles stehen und liegen und rannte ihm in die Arme. Und er hatte immer eine Überraschung für mich in seiner Tasche. Hast du dein ganzes Gemüse gegessen, Schatz? Natürlich, Daddy! Und dann habe ich einen Schokoriegel bekommen. Aber Mama hat immer einen Weg gefunden, mir den Moment zu verderben. Wirst du aufhören, ihr Süßigkeiten zu geben? Willst du, dass sie pummelig wird und ihr alle Zähne ausfallen? Aber Papa ignorierte sie einfach und ich tat es auch. Ich glaube, sie war einfach sauer, dass Papa mich mehr liebte. Eines Tages im Supermarkt trafen wir auf unsere Nachbarin und ihre Tochter Karen, die etwa in meinem Alter war. Sie war so eine Göre. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, schnitt sie mir hinterm Rücken komische Grimassen. Aber als wir gingen, drehte sie sich zu Mama um und lächelte sie an wie ein Engel. Auf Wiedersehen, Tante. Deine Tochter ist so süß. Ich liebe ihr schönes, glattes Haar. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter wie sie. Aber Mama, du hast doch mich und ich bin auch hübsch. Das sagt Papi auch. Karen ist einfach ein reizendes Kind. Leider waren Karen und ich in derselben Schule und weil sie eifersüchtig war, dass sie nicht das hübscheste Mädchen in der Klasse war, hat sie immer versucht, sich mit mir anzulegen. Einmal in der 5. Klasse waren wir bei einem Schulausflug auf einem Bauernhof und als die Lehrerin nicht hinsah, stellte Karen mir ein Bein und ich flog mit dem Gesicht in einen Kuhhaufen. Ha, jetzt siehst du aus wie ein Bauernhoftier. Alle fingen an zu lachen und die Lehrerin half mir, mich sauber zu machen, aber natürlich musste ich mich irgendwie an Karen rächen. Als der Bauer uns von seinen wertvollen Schweinen erzählte, sah ich Karen über den Zaun des Schweinestalls lehnen. Ich ging leise mit einer Feder auf sie zu und kitzelte sie von hinten am Bein, woraufhin sie plötzlich laut auflachte und über den Zaun kippte, direkt in den Stall. Schaut mal alle her, das ist ein neues Schweinchen namens Karen. Alle brüllten vor Lachen, als Karen wütend aufstand, von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt. Sie starrte mich an und schrie, aber sie konnte nicht beweisen, dass ich es war. Ein paar Wochen später war es Zeit für unser Schulkonzert und die Mädchen unserer Klasse mussten einen Tanz aufführen. Die Lehrerin setzte Karen und mich in die erste Reihe, weil wir die Bewegungen besser kannten als die anderen. Am Abend des Konzerts lief die Aufführung wirklich gut, aber plötzlich stieß Karen hart mit mir zusammen und warf mich von der Bühne. Die Musik stoppte und alle drehten sich um und starrten mich an. Ich sprang zurück auf die Bühne und schubste Karen wütend. Wir gerieten in einen heftigen Streit, als die Lehrer uns trennten, und da alle sahen, wie ich sie angriff, wurde ich von der Aufführung ausgeschlossen. Meine Mom war enttäuscht und ich rannte weg von der Bühne. Draußen auf dem Flur traf ich auf meinen Vater, der mich umarmte, während ich weinte. Es war nicht meine Schuld, Papa. Sie haben mich zuerst geschubst. Ich weiß, das habe ich gesehen. Ich werde mit ihren Eltern und dem Direktor reden. Keine Sorge. In dem Moment tauchte meine Mutter von hinten auf und schämte sich vor Wut. So etwas wirst du nicht tun. Unsere Tochter hat sich geirrt. Alle haben gesehen, wie sie Karen auf der Bühne geschubst hat. Aber Mom, ich bin zuerst hingefallen, weil sie mich geschubst hat. Hör auf. Das sind dumme Geschichten. Sprich nicht so mit ihr. Sie ist doch noch ein Kind. Und du verwöhnst sie zu sehr. An manchen Tagen habe ich meine Mutter wirklich gehasst. Sie war eine negative Kugel, die durch mein Leben rollte. Und wenn mein Vater nicht gewesen wäre, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Als es Zeit für die Highschool war, hoffte ich wirklich, dass ich Karen nie wiedersehen würde. Aber meine Hoffnungsblase platzte gleich am ersten Tag, als mich jemand von hinten schubste und sagte: Ich kann nicht glauben, dass du auf meiner Schule bist, Verlierer. Oh, ich bin nicht so leid, Karen. Seitdem du neben mein Haus gezogen bist, gehst du mir auf die Nerven. Was willst du? Nichts, es macht nur Spaß, auf dir rumzuhacken. Ich konnte es nicht länger ertragen und schubste sie so heftig, dass sie in die Mülltonne flog. Alle um uns herum lachten und ich wurde an diesem Vorfall irgendwie beliebt. Karen hielt sich danach von mir fern und zum Glück hatten wir keinen gemeinsamen Unterricht außer die Theater-AG. Die Schule führte bald das Aladdin-Musical auf und ich wollte unbedingt die Hauptrolle der Jasmin bekommen. Ich hatte mich auf das Vorsprechen vorbereitet, aber als ich vor die Jury trat, erstarrte ich plötzlich und vergaß all meine Dialoge. Also bekam Karen die Rolle der Jasmin und ich wurde als Jasmins Schmusetiger besetzt.
Komm her, Miezekatze, knie vor deiner Königin nieder. Oh, bitte, Karin, das ist doch nur ein dummes Stück. Eines Tages während der Proben wartete ich auf meine Rolle in dem Stück und schlief hinter der Bühne ein, und als ich aufwachte, war es schon sehr spät. Die Türen waren bereits verschlossen, und als ich schrie, hallte meine Stimme einfach zurück. Toll, es scheint so, als würde ich hier festsitzen, bis meine Eltern mein Fehlen bemerken. Und dann beschloss ich, auf der Bühne herumzualbern. Ich zog das Kostüm von Jasmin an und fing an, alleine aufzutreten und zu singen. Ich habe so gut gesungen, dass ich sogar von mir selbst überrascht war. Ich habe mich vor einem vorgetäuschten Publikum verbeugt, und mir ist fast aus dem Hals gesprungen, als tatsächlich jemand geklatscht hat. Wer ist da? Ein niedlicher Junge kam aus einer dunklen Ecke. Hey, ich bin Sean. Was machst du denn hier? Ich bleibe manchmal hier, um meinem Vater beim Aufräumen zu helfen, wenn alle nach Hause gehen. Er ist der Hausmeister. Übrigens, dein Auftritt hat mir gut gefallen. Bist du der Hauptdarsteller der Show? Nein, nein, bin ich nicht. Aber du warst so gut, Cassandra. Ich habe dich mit meinem Handy aufgenommen. Oh, bitte lösch das. Warte mal, du kennst meinen Namen? Ja, jeder kennt ihn. Du bist berühmt dafür, dass du diese Karen in die Mülltonne. Ja, ich weiß. Sean hatte die Schlüssel für die Tür. Und als er mich rausbrachte, wurde es schon dunkel. Er bot mir an, mich nach Hause zu bringen. Und als ich dort ankam, umarmte mich Dad ganz fest. Sweetie, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Du wolltest nicht mal an dein Telefon gehen. Tut mir leid, Dad. Ich war nur spät dran mit den Proben und mein Telefon war kaputt. Wer war der Junge, hä? Hast du jetzt einen Freund oder was? Nein, er ist der Sohn des Hausmeisters. Der Sohn des Hausmeisters ist dein Freund? Ich wusste, dass du immer schlechte Entscheidungen treffen würdest. Wenn du dich noch einmal mit dem Jungen triffst, dann werde ich... Was wirst du tun, Mom? Was ist so schlimm dran, der Sohn des Hausmeisters, hä? Siehst du, wie sie mit mir redet? Das ist alles deine Schuld. Du hast sie zu sehr verwöhnt. Nein, ich liebe sie zu sehr. Und jetzt sei bitte still. Ich kriege Kopfschmerzen von dir. Bevor ich an diesem Abend einschlief, kam mir Sean in den Sinn und ich konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Am nächsten Tag sah ich mich in der Schule nach ihm um, aber ich konnte ihn nirgends finden, also beschloss ich, es in der Aula zu versuchen. Als ich dort ankam, entdeckte ich ihn am Klavier, wo er wunderschön spielte. Oh, das war schön! Hey, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Warum nicht? Wir sind auf der gleichen Schule. Ich setzte mich neben ihn und wir unterhielten uns und genossen die Gesellschaft des anderen. Dann bat er mich, für ihn zu singen, während er auf dem Klavier spielte. Als das Lied zu Ende war, drehte er sich lächelnd zu mir um. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter entfernt. Doch plötzlich stürmte jemand in den Saal und machte Fotos. Die verrückte Karen. Das wird viral gehen. Cassandra geht mit dem Sohn des Hausmeisters aus. Mach doch, was du willst. Es ist mir egal, was die anderen denken. Karen hat die Bilder auf Instagram gepostet und sie auch an meine Mutter geschickt und die ist ausgeflippt. Du hörst besser auf, dich mit dem Jungen zu treffen oder ich werde hier ausziehen. Es wird eine Erleichterung für mich und Dad sein, wenn du gehst. Du machst uns ja nicht gerade glücklich. Cassandra, das ist nicht nett, sowas zu deiner Mutter zu sagen. Aber es ist wahr, Dad. Mom ist nie über etwas glücklich. Mom stürmte davon, während Dad blieb und mit mir über Sean sprach. Diesmal schlug er sich auf Moms Seite und sagte mir, dass ich zu jung sei, meinen Freund zu haben. Aber Dad, er ist nicht mein Freund. Er ist nur ein guter Freund. Ich glaube, es ist das Beste, wenn du dich von ihm fernhältst, Cassandra. Dad hat mich so gut wie nie um etwas gebeten. Und als er mich höflich darum bat, hatte ich das Gefühl, dass ich es tun musste. Ich ging Sean den ganzen Tag in der Schule aus dem Weg, aber als ich nach Hause ging, holte er mich ein. Cassandra, warte, ich weiß, du willst nicht mit mir reden oder mit mir gesehen werden. Das ist es nicht. Ich glaube, meine Eltern sind nicht einverstanden. Es tut mir leid. Das muss es nicht. Ich verstehe das. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich fühlte mich schlecht, als ich ihn gehen sah, aber ich wollte Dad nicht enttäuschen. Und nach ein paar Tagen bemerkte ich, dass Sean nicht mehr zur Schule kam. Ich erkundigte mich bei der Schulleitung nach ihm und man sagte mir, sein Vater habe gekündigt und Sean von der Schule abgemeldet. Über den Verbleib wussten sie nichts. Sean war weg und er hatte sich nicht verabschiedet. Auch ein Jahr später dachte ich noch sehr oft an ihn. Und als ich eines Tages in die Schule kam, sah ich, dass alle auf die Handys starrten. Und als sie mich sahen, kamen sie angerannt. Hey Cassandra, sieht so aus, als ob dein Hausmeisterfreund jetzt berühmt ist. Schau, er hat einen Song für dich geschrieben. Sie zeigte mir ihr Handy und ich war schockiert. Sean war auf YouTube und widmete seinen Song mir. Das ist für dich, Cassandra. Deine Augen so blau, die Stimme eines Engels. Glaub mir, es ist wahr. Von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich es bereits. Ich war sprachlos. Sein Lied brachte mein Herz zum Schmelzen. Und genau dann kam Karen auf mich zu. Oh, der Hausmeisterjunge hat dir ein Lied geschrieben. Warum gehst du nicht zu ihm und lebst glücklich bis an dein Lebensende in der Gosse? Du eifersüchtige Hexe, warum suchst du dir nicht einen Freund und hältst dich von mir fern? Oh, ich weiß warum, weil kein Typ mit einem gemeinen Mädchen wie dir ausgehen will. Ich bin sicher, dass deine Mutter nicht sehr erfreut über das Lied sein wird, das dein Loverboy für dich geschrieben hat.
Um Himmels Willen, besorg dir ein Leben, Karen. Aber zu Hause war Karen schon bei meiner Mutter und spielte den Unschutzengel und zeigte den Song. Cassandra, was habe ich da gehört? Willst du ihm nachlaufen? Oh, das hat sie dir also erzählt. Komm nicht mit dieser Einstellung, ich bin deine Mutter. Wenn du dieser Hexe glaubst, die deine Tochter ihr ganzes Leben lang schikaniert hat, dann habe ich keine Mutter. Bevor mich Mom anschreien konnte, klingelte plötzlich das Telefon und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich völlig. Sie legte den Hörer auf und zitterte. Komm, wir müssen los. Dein Vater ist im Krankenhaus. Was? Mein Herz blieb stehen, als ich das hörte. Mein Vater ist mein Fels in der Brandung. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Als wir im Krankenhaus ankamen, sagte der Arzt, dass Papa einen Herzinfarkt hatte und im Krankenhaus bleiben muss. Die Heimfahrt mit Mama war sehr ruhig. Dann sagte sie plötzlich was. Wie wär's, wenn wir heute Abend auswärts essen gehen? Ohne Papa? Ich will nicht. Okay, dann gehen wir nach Hause. Am nächsten Tag stand ich auf und ging zur Schule, ohne Mom etwas zu sagen. Ich konnte nicht aufhören, wütend auf sie zu sein. Ich wollte ihr die Schuld für alles geben, was in meinem Leben schief lief. Beim Mittagessen stellte ich fest, dass ich was vergessen hatte. Mein Essensgeld. Papa gab es mir immer. Als ich alleine in der Cafeteria saß und mir die neuesten Geschichten auf meinem Handy ansah, kam Karen plötzlich mit den Freundinnen. Oh, schaust du meine animierte Story? Ja, aber du siehst trotzdem traurig aus. Oh, hat dir Daddy heute kein Essensgeld gegeben? Lass mich in Ruhe, ich bin nicht in der Stimmung. Hier, du kannst was von meinem Essen haben. Plötzlich klatschte sie ihren Teller mit Nudeln auf mein Hemd und bevor ich sie schlagen konnte, kam Mama in die Cafeteria. Sie hat gesehen, was Karen getan hat und war so wütend, dass sie sich beim Direktor beschwerte und Karen musste einen Monat nachsitzen. Warum bist du hier, Mom? Geht es Papa gut? Ja, es geht ihm besser. Ich bin gekommen, um dir das Essensgeld zu geben. Ich spürte, dass sie versuchte, mit mir in Kontakt zu treten, also beschloss ich, ihr eine Chance zu geben. Eines Tages aßen wir schweigend zu Abend, als Mama plötzlich anfing zu weinen. Ich hatte sie noch nie zuvor weinen sehen. Was ist los? Oh, ich habe nur an deinen Vater gedacht und daran, wie schwer es ohne ihn sein würde. Ich weiß, dass ich manchmal schwierig mit ihm bin und auch mit dir, aber das bedeutet nicht, dass ich euch beide nicht sehr liebe. Das wisst ihr doch, oder? Es war das erste Mal, dass ich sie sagen hörte, dass sie mich liebte. Ich beugte mich vor und nahm ihre Hand. Ja, ich weiß, Mama, und ich bin hier bei dir. Papa kam nach einigen Wochen nach Hause, aber er musste sich noch ausruhen. Also begann Mama stattdessen in die Fabrik zu gehen und alles zu beaufsichtigen. Ich war erstaunt, wie gut sie das konnte. Eines Tages beschloss ich, etwas Nettes für Mama zu tun, da sie so hart arbeitete. Ich habe das Abendessen gekocht und den Tisch gedeckt. Und als sie nach Hause kam, hat sie fast geweint, als sie es sah. Oh mein Schatz, vielen Dank, du bist die beste Tochter der Welt. Ich umarmte Mama und Papa schloss sich mir an. Endlich waren wir eine kleine glückliche Familie. Nach ein paar Monaten war der Abschlussball und ich hatte noch kein Date. Nachdem Seans Son bekannt wurde, nahmen alle an, ich sei immer noch seine Freundin, also machte sich niemand die Mühe, mich um ein Date zu bitten. Aber das stimmte nicht. Sean hatte sich nicht mal bei mir gemeldet. Wahrscheinlich war er gerade dabei, die Welt zu bereisen und berühmt zu werden. Ich hatte vor, den Abschlussball zu verpassen, aber meine Eltern wollten nichts davon hören. Mom half mir, ein Kleid auszusuchen und Dad machte Fotos. Denk dran, komm zurück, bevor die Uhr 12 schlägt. Der Ball war gut, bis sie anfing, Seans Lied zu spielen. Mein Gott, warum mussten sie das spielen? Ich wollte rausrennen, als ich Karen sah. Oh, was für eine Schande, da scheint jemand einsam zu sein. Ernsthaft, Karen, werd erwachsen. Ich brauche keinen Jungen, um mich auf dem Ball zu amüsieren. Bist du sicher? Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich drehte mich um Sean zu sehen. Er trug einen Anzug und sah gut aus. Darf ich dich um einen Tanz bitten? Ich nahm seine Hand und wir tanzten die ganze Nacht hindurch und ich starrte tief in seine Augen.